Servus, mein Name ist Jedis, willkommen auf meinem Kanal. Dieser Kanal befasst sich mit den folgenden drei Themen: 3D-Druck, 3D-Druck und wieder 3D-Druck. Falls du Interesse an einem von diesen drei Themen hast, dann lass unten irgendwo ein Abo da. Aktiviere die Klingel, damit es bei dir bimmelt, wenn ich das nächste Video hochlade. Ich selber beschäftige mich jetzt schon 3 Jahre mit dem Thema und mache heute ein Review über den GTech Pro B. Ladies and Gentlemen, und hier haben wir ihn, den GTech i3 Pro B. Man beachte das Design des Filaments-Klopapierhalters und dessen wackelige Konstruktion. Der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe für meinen ersten Review, sind seine Modding-Möglichkeiten und die Tatsache, dass er als Bausatz daherkommt. Beides sind für mich optimale Voraussetzungen für den Start in den 3D-Druck. Mein erster 3D-Drucker war der Aneta 8 als Bausatz. Beim Aufbauen des Gerätes habe ich die Funktionsweise eines Druckers gelernt. Bei Störungen oder Druckfehlern das entsprechende Dagegensteuern, bei defekt gewordenen Teilen konnte ich es ohne große Anstrengungen austauschen. Ich werde aufzeigen, dass man mit dem GTech mit leichtem Modding auch sehr gute Ergebnisse erzielen kann und ihn gegen mein Anycubic Mega S antreten lassen. Schluss mit Reden, mal schauen, was er drauf hat ohne Modding. Ohne Modding sieht das Ganze natürlich nicht so nice aus. Da fehlt schon mal der Lüfter, der das Material runterkühlt. Ich habe aber auch nur mit 0,3 mm gedruckt. Mit dem Schiff auf offener See bin ich nur mit Menschen, die ich nicht so gern habe, mit einer einzigen Weste, die ich selbstverständlich schon anhabe. Wir machen jetzt ein bisschen Modding und schauen, was dabei rauskommt. Ein extra Lüfter mit neuem Windkanal, der was das Filament runterkühlt. Das sorgt natürlich für Genauigkeit. Die Kabel haben wir alles schon versteckt und gut abgebunden, dass sich die Motoren frei bewegen können. Das hier ist leider chinesischer Sicherheitsstandard, das konnten wir so nicht lassen. Wir haben eine Abdeckung gedruckt, damit das Ganze natürlich sicher ist. Wir haben das Display genommen und haben es unten platziert. Ich hatte keinen Bock mehr hochzugreifen, somit war auch oben mehr Platz für einen neuen Filamenthalter. Das Gute an dem neuen Filamenthalter ist das, dass das Filament gerade runter in den Extrudermotor geht und nicht mehr so gebogen, was natürlich wieder die Genauigkeit verbessert. Apropos Extrudermotor. Denn die Schritte muss man natürlich genau einstellen. Ich habe mir hier jetzt 50 mm abgemessen vom Filament. Das habe ich mir dann markiert. Ich habe es dann mit dem Cutter markiert. Man kann das auch ruhig mit dem Edding machen oder mit sonst was anderem. Hauptsache, man sieht das natürlich noch an. Ich sehe den Kratzer besser als mit dem Edding. Ich hatte keinen Bock, da rumzuzeichnen. Als nächstes gehe ich auf Prepare. Dann gehe ich auf Move Axis. Gehe auf 1 mm und versuche den Extrudermotor genau 50 mm zu bewegen, um zu sehen, wie weit dann er das Filament reinzieht. Ob es genau 50 mm sind, weniger oder höher, damit ich es danach wieder einstellen kann. Nachdem man das Filament durchgelassen hat, messe ich den Abstand und wie viel es fehlt. Es sind 3 mm. Ich habe es vergessen, richtig aufzunehmen, sodass man sieht. Nachdem ich weiß, wie viele Millimeter es sind, die fehlen, gehe ich natürlich in die Einstellungen und stelle den Extrudermotor, die Steps stelle ich dann höher, so dass er genau 50 mm fördert, wenn ich 50 mm eingebe. Hier sind es bei mir 93, ich muss nur noch 6 dazugeben. 6 Steps. Jetzt geht es dann ins Eingemachte. Links natürlich die GTech Pro B mit leichtem Modding. Rechts ist der Anycubic out of the box. Ich werde auf beiden einen Benchy drucken mit 0,1 mm. Mit den Standardeinstellungen bei Cura. Ich habe nichts verändert in meinen Einstellungen. Ich habe bloß die Druck eingegeben, um zu sehen, welche von den beiden dann eben besser druckt. Um zu sehen, ob sich der GTech mit seinen 170 Euro auszahlt oder ob man unbedingt zum Anycubic greifen muss. Witzigerweise liegt sogar der GTech früher los als der Anycubic. Das hat aber nichts zu bedeuten. Der GTech sieht echt schon gut aus von der Seite. Von der Seite sieht es natürlich auch echt gut aus. Bisschen Stringing, aber ist okay. Der Anycubic von der Seite, naja. Von der Seite sieht es echt nicht gut aus. Oh. Schauen wir uns mal das Endergebnis an. Der GTech hat echt bravourös gedruckt. Für 170 Euro. 180 mit Lüfter, mit den Standardeinstellungen, so wenig Stringing, so gut gedruckt. Also man kann echt nichts Negatives finden an dem, gell? Was wollt ihr da sagen, weil das schaut echt super aus. Da beim Anycubic schaut es wirklich nicht gut aus.
Ah, oh, das tut weh, das sind 340 Euro. Und druckt viel schlechter als ein Bausatz. Gut, der eine Cubic, der muss unbedingt mit den Einstellungen perfekt eingestellt werden, dass er echt perfekt druckt. Aber generell ist es echt, echt schwach. Naja, wer hätte das gedacht, dass der GTech als Bauset so unstabil, trotzdem so gut drucken kann? Mit leichtem Modding. Das ist der Champion. Geh weg da. Das ist mein Platz. Ich bin der Schöne hier. Pop, pop, pop.